will der Musik nicht ins Wort fallen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will, weil Lisa hat mich mit dem Magazin und die Art und Weise, wie sie es gestaltet, fotografiert, geschrieben, die Texte zusammengetragen hat, ziemlich umgehauen. Es war ein relativ ungewöhnliches, auch tränenreiche Abschlusspräsentation, fand ich, weil nicht das Ergebnis so schockierend war, sondern weil es, glaube ich, eine unglaubliche Last von Ihnen gefallen ist. Also es ist ein sehr persönliches Magazin geworden. Raban, der hier auch, ich möchte gleich schon mal von Anfang an darauf hinweisen, Raban, der hier vorne auch sitzt, war damals bei uns im Beirat und in der Jury für die beste Abschlussarbeit, die das auch geworden ist in dem Semester. Und das Magazin wird jetzt auch in Rabans Projekt Co-Publisher veröffentlicht. Also hier nochmal der Aufruf an alle, denen gleich vielleicht die Präsentation auch ein wenig gefällt, unterstützt das Projekt. Denn dann ist es kein Unpublished Magazine mehr, sondern ein Published Magazine. Ja. Also viel Spaß. Ja, hallo. Ich möchte mich auch noch mal gerne dafür, sehr herzlich dafür bedanken, dass ich hier heute sprechen darf. Ich bin auch aufgeregt. Fangen wir mal an, genau. Mein Magazin heißt Das Ego ist. Ich wollte eigentlich mit einem Witz anfangen, aber ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus und werde sehr persönlich, denn genau so ist auch mein Magazin. Ja. Es geht, wie man hier sehen kann, es geht um Selbstliebe, es geht um Selbstakzeptanz, um Sexualität, weil das dazugehört. Ich habe dieses Magazin gemacht, weil ich die klassische Story, ich bin aus einer Beziehung gekommen, habe mein Selbstwertgefühl irgendwie sehr verloren, weil ich mich sehr aufopferungsvoll da reingeschmissen habe. Es war sehr zehrend, ich habe viel investiert, nicht so viel zurückbekommen und stand dann irgendwie in meinem Studium da und wollte meine Bachelorarbeit machen und dachte mir, okay, wieso nicht darüber? Wieso nicht über Gefühle reden, über Emotionen reden, über Sexualität reden, weil das gehört auch dazu. Und hab mir halt das als Thema gesetzt und angefangen, ja, sowieso schon in meinem Leben immer viele Gespräche zu führen mit unterschiedlichen Menschen, mit fremden Personen, mit Freunden. Denn Kommunikation ist das Wichtigste. So, deshalb habe ich auch Kommunikationsdesign studiert. Ich wollte anderen Menschen Raum bieten, ihre Emotionen aufzuschreiben, ihre Gefühle aufzuschreiben und halt auch irgendwie Gehör dafür zu bekommen. Man kann es lesen und man kann sich dann damit beschäftigen, so was denkt der andere. Wir können dem anderen nicht in den Kopf schauen, auch unserem Partner oft nicht. Und das Wichtigste ist halt, dass man drüber spricht und dass man sagt, okay, das sind meine Gedanken, meine Gefühle. Und wirklich, das Reden ist das A und O, denn die meisten Konflikte entstehen halt einfach, weil man nicht darüber spricht. Genau. Ich habe angefangen mit einem Seelenstriptease. Ich habe das auch alles aufgeschrieben, um natürlich auch, ich wollte den Leser nicht langweilen mit nur meiner Story, sondern halt auch irgendwie den anderen Mut machen, denn ich wollte ganz viele unterschiedliche Beiträge haben von unterschiedlichen Menschen, von beiden Geschlechtern, Mann und Frau, egal ob man Mann liebt, Frau liebt, Frau und Mann sich lieben. Aber trotzdem, es gibt die beiden Geschlechter und es sind Unterschiede da, so. Und habe dann damit angefangen, das aufzuschreiben, habe quasi dann damit den anderen Mut gemacht, habe Leute gesucht, die mir was aufschreiben. Als erstes aber eine Umfrage gemacht, die klassische Umfrage, so ein bisschen Dr. Sommer-artig, so Fragen gestellt wie, ja, was sind sexuelle Vorlieben unserer Generation? Wie alt war man bei seinem ersten Mal? Mit wie vielen Menschen habe ich seitdem geschlafen? Bin ich fremdgegangen? Weitergehend dann auch noch Thema sexuelle Belästigung, da komme ich gleich auch noch dazu.
das habe ich dann, die Umfrage habe ich gemacht, 300 Leute haben ungefähr mitgemacht und daraus dann Themen generiert, die ich wichtig fand, irgendwie dann damit reinzubringen. Ich habe dann Menschen gefragt in meinem Umfeld, ob sie mir Texte schreiben und ob sie auch so mutig sind, ihre Emotionen aufzuschreiben. Ich gehe nur beispielsweise da durch, da sind viele Sachen drin und man muss sich auch Zeit nehmen, das durchzulesen. Ich finde, das ist es auch wert. So. Das ist zum Beispiel ein Text über eine Dreiecksbeziehung. Ein Mann hat eine Dreiecksbeziehung mit einer anderen Frau und noch einem Typen. Und er schreibt quasi darüber, wie das bei denen wie das bei denen gelaufen ist und dass es natürlich auch nicht immer so ein schönes Ende hat und vielleicht auch nicht immer funktioniert. Dazu habe ich Fotostrecken gemacht. Ich fotografiere selber auch relativ viel. Das ist jetzt aber zu einem anderen Beitrag. Meine beste Freundin hat mit 22 Jahren ihr erstes Kind bekommen, jetzt gerade ihr zweites Kind. Und die lebt ein sehr anderes Leben als ich. Aber die hat mir aufgeschrieben, wie das denn ist, wenn man ein Kind bekommt. Und sehr unverblümt, sehr... Ja, ich habe es gelesen und mir gedacht, okay, das hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Dann natürlich auch so Themen, die auch gerade sehr aktuell sind. Body Positivity. Mir war es wichtig, Körper so darzustellen, wie sie sind, auch unretuschiert. Das ist eine Frau, die hat schon 5 Kinder. Dann natürlich unterschiedliche Körperformen. Merkmale, die man am Körper hat, die einen besonders machen und dass jeder so schön ist, wie er ist. Und man natürlich auch sein Selbstwertgefühl in die richtige Richtung aufbauen sollte und sich nicht von irgendwem anders da was sagen lassen soll, einfach auf sich vertrauen. Jeder ist schön. Genau, dann da ging es weiter. Ein Pärchen, was einen Sexblock betreibt. Er ist Künstler, er malt sie an, er macht Projektionen auf ihren Körper. Die schreiben darüber, wie sie damit umgehen, wie sie ihre Internetpräsenz damit halt auch irgendwie am Laufenden halten ständig. Dann Sexspielzeuge gehören natürlich auch dazu. Was gibt es alles so? Weitergehend auch nochmal eine Fotostrecke zu den Bravo Girls, denn auch unretuschiert und so sehen Frauenkörper aus und die haben auch Haare und die haben auch Schwangerschaftsstreifen, kleine Röllchen, irgendwelche Haare, die ansonsten an irgendwelchen Orten nicht wachsen sollten, normalerweise, wie das von der Modeindustrie oder von der Werbung vorgegeben worden sind. Das wollte ich halt einfach unterstreichen, dass jeder Körper individuell ist. Genau, dann komme ich gleich zu dem etwas düsteren Thema, so das habe ich aber eingerahmt mit einem Text von einem Typen, der eine Anschuldigung bekommen hat nach einer Liaison, die er mit einer Frau hatte. Er hätte ihr K.O.-Tropfen in den Drink getan, weil sie davon enttäuscht war, dass er sich von ihr getrennt hat. Und er hat jetzt immer quasi den Stempel aufgedrückt bekommen, dass er der Mann mit den K.O.-Tropfen ist und das stimmt halt eigentlich gar nicht. Und er beschreibt da auch seine Gefühle, wie es ihm damit geht und wie er damit umgeht. So. Genau, danach kommt die andere Seite. Ich habe nicht nur die Umfrage gemacht, sondern auch einen Open Call gestartet, weil durch diese ganzen Gespräche, die ich geführt habe, auch mit Freunden und mit Fremden, wenn es um Thema Sexualität geht, gibt es natürlich auch die Seite sexuelle Belästigung, gerade auch das Thema MeToo, was dann jetzt irgendwie gerade aufgekommen ist, das fand ich auch irgendwie spannend, dass das denn jetzt alles gerade so eine Welle geschlagen hat. Sexuelle Belästigung und Übergriffigkeiten. Ich habe Männer und Frauen angesprochen in meinem Open Call, habe aber nur in persönlichen Gesprächen von Männern auch solche Stories gehört. Und hier wirklich in meinem Magazin, da sind 10 Geschichten drin, nur von Frauen. Und das Ganze auch anonym, weil die meisten haben dann mit mir, und ich habe mich wie eine Psychotherapeutin gefühlt, darüber gesprochen und auch das allererste Mal über solche Dinge gesprochen. Und das hat mich echt erstaunt. Und ich fand es einfach sehr wichtig, dafür Platz einzuräumen und dass das gelesen wird und
darauf zu machen, dass jeder das Recht auf Unversehrtheit hat und sexuelle Selbstbestimmung. Und ich weiß nicht, ob ich ein Beispiel nennen soll. Man kann sich das gerne oben auch durchlesen. Eingerahmt davon wieder ein Text von einem Mann, weil ich irgendwie dachte, das muss so ein bisschen gehalten werden, weil nicht alle Männer sind schlecht und irgendwelche und man irgendwie die Frau so in die Opferrolle drängen möchte. Hat noch ein sehr poetischer Text über die Paradoxie von der Liebe und dem Egoismus, dass wir halt manchmal das vergessen und vielleicht auch eher darüber nachdenken sollten, so liebe ich für mich oder liebe ich für den anderen, und jeder da irgendwie seine, seine Wahl einfach hat. So, bin ich eher egoistisch in dem oder lebe ich für den anderen? Und das war dann nochmal ein Text dazu. Dazu natürlich auch Fotostrecken. Männer können auch emotional sein. Und zur Gestaltung. Da geht es um Herzschmerz, einmal von der Seite von der Frau, einmal von der Seite vom Mann. Zur Gestaltung. Es ist sehr chaotisch in irgendeiner Art und Weise und irgendwie auch naiv, wie ich damit umgegangen bin. Sonst gestalte ich eher nicht so. Ich wollte das aber so tagebuchähnlich haben, weil es, wie gesagt, persönlich ist und man auch das Gefühl hat, wenn man darin liest, irgendwie ist es so, als würde ich in einem Tagebuch lesen. Und deshalb ist es ist die Gestaltung, der Inhalt war mir sehr wichtig und die Gestaltung kam dann dazu. Und es war bei jeder Gestaltung, bei jedem Text individuell, denn ich wollte irgendwie auch so Diversität schaffen und jedem auch seinen Raum geben und die Wichtigkeit. Und ich habe nicht alle Texte, also ich habe einen Text geschrieben am Anfang und sonst sind die Texte von unterschiedlichen Leuten. Und Fotografien habe ich auch von zwei befreundeten Fotografinnen von mir dazu bekommen. Und bin darüber auch sehr glücklich, weil ich auch diese Zusammenarbeit irgendwie super fand. Ich wollte nicht nur Sachen von mir da drin haben, sondern einfach auch Unterschiedlichkeit. Ja. Ich glaube, das war's.